Guten Morgen aus Saarbrücken. Ja, wenn Sie Landwirt sind und Ihr Traktor ist mal kaputt, da habe ich eine gute Alternative, nämlich einen Subaru mit einer Anhängelast von bis zu 2,2 Tonnen. Und heute werden wir mal ein bisschen beweisen, was das bedeutet und was so ein Subaru eigentlich alles weg kann, was normale Autos nicht packen. Denn er hat natürlich Allrad. Hier hinten drauf ist ein XV und da vorne ist eine leichte Steigung. Das Besondere ist natürlich, dass der Michael Sauer, der bei mir ist, Kfz-Meister, die natürlich rückwärts angehen will, bedeutet auch, dass er die Auflaufbremse wahrscheinlich aufgemacht hat. Ich grüße dich, Michael. Hi Sven, grüß dich. Ist das so? Na, nicht ganz. Wenn wir das Gespann rumdrehen und dann können wir uns das gerne mal anschauen, was der auf so einem losen Untergrund macht mit fast 1850 Kilo insgesamt, die jetzt hier im Gespann stehen, also als Anhängelast. Der Hänger hat so 400 Kilo, der XV, das ist ein älteres Baujahr, der hat so 1450 etwa. Also haben wir hier etwa 1850 Kilo. Ist das ein Gebrauchter? Das ist ein Gebrauchter, Ist das ja. schon weg? Noch nicht frisch reingekommen. Es gibt noch Gebrauchte. Ja, der ist noch nicht inseriert oder gerade jetzt. Also ich denke, der steht da nicht so lange. Das ist wirklich ein Thema im Moment. Ja, und der Outback, den habe ich jetzt hier mal vorn dran gestellt. Der darf das natürlich ziehen. Und ich wollte jetzt noch mal eigentlich darauf hinweisen, dass wir im Moment eine Aktion laufen haben, die nennt sich Probeziehen mit Subaru. Steht ja im Auto drauf. Dahinter steckt einfach, dass wir unseren Kunden und Interessenten die Möglichkeit bieten, auch mal ihren eigenen Hänger mit einem unserer Fahrzeuge zu ziehen, einfach zu probieren, ob der die Ansprüche erfüllt. Und ja, die Aktion, die läuft jetzt bis, ich glaube, bis Ende Oktober sogar. Ab dem 15. März starten wir und wir sind jetzt halt brandfrisch dabei und ich wollte das einfach mal erzählen, was wir damit machen können und ein bisschen zeigen, was da geht. Dieselbenziner, was ist das? Das ist ein 2,5 Liter Benziner. Diesel haben wir ja keiner mehr im Programm. Säuft er? Das geht wirklich. Also im Hängerbetrieb, in dem Gespann, wenn man vernünftig fährt, also ich sage jetzt mal, die 100er kmh habe ich jetzt nicht ausgerechnet, aber wenn ich mit 80, 90 fahre, braucht der maximal 10 Liter. So, es gibt eine spezielle Formel, dass man 100 fahren darf. Da hast du mal nachgeguckt, gar nicht so einfach, oder? Ja, das hängt halt immer vom Gespann ab. Da gibt es verschiedene Vorschriften. Der Hänger muss gebremst sein, er muss gefedert sein. Das Leergewicht vom Fahrzeug spielt eine Rolle und dann gibt es einen Faktor. Und dann gilt das auch immer nur für dieses Gespann. Also in dem Fall habe ich es jetzt noch nicht nachgerechnet. Der Hänger ist auch nicht gefedert, glaube ich, oder nicht richtig mit Stoßdämpfern gefedert, sodass man hier einfach jetzt mal davon ausgehen, dass er nur 80 fahren dürfte in dem Gespann. Ist aber mit dem Wohnwagen oder Ähnlichem einfach nachzurechnen und in der Regel kriegen wir die 100 km/h immer hin. Sehr schön. So, das Zugfahrzeug ist ein Vorführwagen, der ist älter wie ein halbes Jahr. Ja, der wird ein halbes Jahr, nee, der ist noch nicht älter, der ist erst 4, 5 Monate. So, er hat aber mindestens 5000 Kilometer. Ja, die hat er. So, sehr schön. Also das nur dazu. Und es geht ja heute gar nicht um das Zugfahrzeug, sondern es geht darum, dass man das hier ausprobieren kann. Und ja, was ist zu tun? Was willst du machen? Reinsetzen. Ja, reinsetzen, dann fahren wir eine Runde, dann fahren wir aber vielleicht an den Berg und so, dann zeige ich mal, Ach so, wie du willst das. ihn nicht jetzt hier hochdrücken, rückwärts? Doch, können wir auch machen, aber ich würde den gerne vorwärts hochziehen, weil rückwärts hochdrücken ist ja eigentlich nicht so spannend, weil das Auto ja dann noch auf dem Boden steht, also auf der Ebene steht. Ich würde gerne das Gespann rumdrehen und dann mal zeigen, dass man auf dem losen Untergrund mit so einem Gespann sogar noch anfahren kann, dank unseres hervorragenden Allradsystems. Jetzt, wo du so schön da stehst, drücke ihn doch erstmal rückwärts hoch. Und das ist ja schon mal, ich sag mal, eine Anforderung, bei dem viele Frontgetriebene schon mal durchdrehen könnten. Du hast hier Könnte auch schon sein, ja. Roll und, nee, wie nennt man das? Geröll und Split. Ja, genau. Loser Split ist das hier, der Untergrund. Und das sieht man ja hier, ist alles lose. Ne? Und ich kann das gerne mal rückwärts probieren, habe ich noch nicht gemacht. Nee, hast du nicht gemacht. Er probiert mal. Er hatte übrigens einen Rollenprüfstand organisiert. Der ist da vorne, der ist schon raus und wir werden das gleich mal auf Durchdrehrollen stellen. Denn der Allrad hat besondere Eigenschaften, rückwärts hochgedrückt. Ja, so als wäre gar nichts da. Das ist schon frech. So, jetzt hat er leicht durchgedreht, aber krass. Cool. So, und jetzt mal drehen. Ja, geil. So als wäre nichts dran, wirklich.
Das ist nicht normal, was wir jetzt gemacht haben. Das heißt also, bei nur einem Einachsgetriebenen wäre der wahrscheinlich gut durchgedreht, oder? Ja, mit Front- oder Heckantrieb hast du da, glaube ich, keine Chance. Keine Chance? Nee. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also es war jetzt ganz normal, ohne X-Mode, ohne alles. Hat funktioniert relativ easy. Cool. So, jetzt... Wir können noch in die Rolle fahren und das Ganze... Dreh doch erstmal das Auto um. Du wolltest ja vorne hochfahren. Ja, kann ich auch noch mal. Da bin ich mal ganz gespannt. Cool. Tja, er kann natürlich auch Hänger fahren, der Michael. Es ist kalt. 8. März. Gefühlte 0 Grad sind hier. So, ich glaube, er will ihn rückwärts einparken. Mein Auto ist im Weg. Das ist jetzt Split. Warte, ich komme. Jetzt ist natürlich die Anforderung, jetzt bist du vorne. Jetzt bin ich vorne, ja. Jetzt muss ich die 1,8 Tonnen da bewegen und das probieren wir jetzt. Ja, zieht sie einfach hoch. Michael, wenn du es nochmal machst, bitte. Das war zu schnell. Geht der eigentlich drum hin? Bitte? Am Berg anfahren, sagt er. So, mach mal. Wir haben jetzt 10 Grad Steigung. 10 Grad Steigung. 10 Grad, ja. Unglaublich. So, jetzt Front angetrieben, was denkst du? Keine Chance. Das war jetzt mit X-Mode oder ohne? Ohne X-Mode. So, jetzt nochmal hoch. Das gibt's gar nicht. Jetzt zieht ihn einfach hoch. Sag mal, das ist jetzt nicht nur eine leere Hülle da hinten drauf, da ist ein richtiges Auto drin. Das ist richtig, ja. Nee, das ist voll verarbeitet, kann man jetzt abmachen. Ist es nicht nur leer und das ist Pappmaché. Volles Gewicht. Volles Gewicht. So, dann steige ich mal ein. Jetzt habe ich meinen Haufen auch da vorgestellt, es tut mir leid. So, wir sind in Alzerbrücken bei der Firma Autosauer. Mit dem Outback unterwegs. So, ich komme mal rein. Hier ist nämlich ein gut Stück wärmer. Warte ganz kurz, Michael. Mach mal schnell. So, jetzt hast du hier. So, X-Mode normal steht da und jetzt kannst du mit der Rückfahrkamera einiges sehen. Genau, hier, also ich sage jetzt mal, der hat ja diese Rückwärts-Notbremsassistent, den habe ich jetzt abgeschaltet, sonst wird er uns vielleicht stören oder die Bremse aktivieren. Das also, wenn der Hänger ab ist, ist das ja so ein Notbremsassistent rückwärts, den kann man jetzt abschalten und jetzt sieht man halt hier schön die Anhängerkupplung hier unten und wenn man jetzt zum Beispiel zum Hänger ranfährt, zum Anhängen oder so, ist das natürlich schon praktisch, wenn ich das genauso sehe. Also ich sehe hier die Stoßstangenkante und auch die Kupplungskugel kann man gut erkennen.
Sehr schön. Du hast noch eine Seitenkamera hier bei dem? Genau. Das ist ein Exklusivcross, der hat keine Seitenkamera und keine Front. Also das gibt es nur beim Platinum. Ja. Du weißt, hinten steht noch der Murillo? Jo, lass ihn stehen. Lass ihn stehen. Ja, also das war jetzt nur eben, hatte ich hier diese Gradanzeige, wir waren eh bei 10 Grad. So, jetzt fahren wir leicht runter, jetzt wird es wahrscheinlich ja, minus 2. Genau. Und es gibt jetzt hier noch in der Nähe einen Anstieg, da fahren wir auch nochmal nach hinten. Ja, da vorne ist auch ein schöner, wo es da hochgeht. Ja, das ist aber oben schlecht drehen, weil der Herr Quack hat seine Hütten damit abgebaut. So, deswegen fahren wir jetzt mal zu einer richtigen Steigung. Genau, zu einer Steigung. Das war aber jetzt, der Härtegrad war schon hoch auf dem Geröll, oder? Ja, schon. Also das, gut, die Steigung war jetzt noch nicht so extrem, aber der lose Untergrund in Verbindung mit der großen Anhängelast, der hat jetzt schon, das war schon jetzt nicht so ohne. Ne? Also ich denke, ein richtig Front- oder Heckangetriebenes Auto schafft das nicht. Ein Allradauto, je nachdem welche Allradtechnik da verbaut ist, der sollte das eigentlich schaffen. So, da hinten ist unser Auto. Wir sprechen hier über einen Subaru Outback mit einem Boxermotor. Hubraum nochmal? 2,5 Liter Hubraum. Ohne Turbo? Ohne Turbolader, Sauger, auch keine elektrische Unterstützung, reiner Verbrenner. Das klingt nach Saufen, aber wie ist das möglich, dass der so sparsam ist, immer noch? Gut, das kommt durch das stufenlose CVT-Getriebe, das in der Generation, jetzt in der neuen Generation, wirklich auch 8 Stufen hat. Die Spreizung hat sich vergrößert, dadurch haben wir auch eine sehr gute Übersetzungsverhältnisse, die halt auch den Motor dann in dem Bereich laufen lassen, wo er am effizientesten ist. Mhm. Ich habe eben schon gesehen, so rund 11 Liter muss man rechnen im Anhängerbetrieb. Ja, das war jetzt gestern, habe ich ein bisschen hier in der Stadt ein bisschen probiert, ein bisschen rumgefahren. Ich blätter das mal gerade durch. Das war jetzt die 11,6 auf die 159 Kilometer. Reiner Hängerbetrieb, Kurzstrecke. Echt? Ja, das war jetzt okay, ist okay, finde ich. Ne? Ja, wenn du überlegst, dass der Autobahn noch, aber dass der Diesel ja auch teurer ist als Benzin. Inzwischen ist das wirklich so, ja. Ja, ist gar nicht lustig, also nee. Weil die Leute meistens Diesel gekauft haben, weil es eben effizienter ist. Drehmoment ist höher beim Diesel, das ist alles, hat sich alles relativiert, oder? Ja, das hat sich inzwischen relativiert, auch ist aber die Sache Drehmoment, das stimmt schon. Benziner ist aber immer noch, wenn er ein vernünftiges Getriebe hat, zwar über Drehzahl kriegt er ja auch seinen Drehmoment, aber ein Diesel ist halt der Schnicks zu übertreffen, was Drehmomentverlauf angeht. Das ist einfach so. Gut, die Laufruhe vom Benziner ist schon enorm. Absolut, das ist halt der große Vorteil vom Benziner, der einfach auch ein bisschen sauberer brennt, verbrennt. Ah, da oben. So, jetzt fahren wir hier mal hoch. Das ist so ein... Ja, ich sag mal, da... Abkürzung, die man fahren darf, aber verkehrsberuhigter Bereich. Ne? Hier muss man Schrittgeschwindigkeit fahren, das wollen wir jetzt ja gerade mal hier an der Steigung. Ne? So, was haben wir denn hier? Plus 7, da geht gleich jetzt 8, 9, 10. Das entspricht jetzt ungefähr dem, was wir eben hatten am Berg mit dem losen Geröll. Jetzt haben wir 11, genau, jetzt geht es gleich noch ein bisschen hoch. Oh ja! Soll ich mal aussteigen, weil das ist eine schöne Strecke. Ja, ich bleibe jetzt hier mal stehen, dann gucken wir mal, was wir für einen Winkel haben. Das ist so 12, 13 Grad müsste es eigentlich sein. Ja. 14 sogar, ja. Ich sehe nur dich, dein schönes Gesicht, warte mal. Ich muss es gerade mal hier scharf stellen. So. Jetzt haben wir es, so. Die Sonne. Plus 11, eben waren es 14. Genau, ich kann jetzt auch mal nochmal so anfahren. So, ist ja niemand hinter uns. Ich steig mal ganz kurz aus. Dann filme ich das mal. War so schön warm hier drin. So. Da kommt auch jemand. Bitte schön, das ist jetzt mal eine richtige Steigung. Ja, so als wäre gar nichts dran. Das ist schon ziemlich cool. Fährt da weg. Ah, ist das nicht schön hier? 8. März. Blick über Saarbrücken mit 14% Steigung.
Das hält mich dann auch wenigstens ein bisschen fit hier vorne. Ich muss dann aber gleich mal interviewen, ob das so normal ist, dass er das jetzt so einfach weggezogen hat. Ach, ist das ein schönes Wetter. Wir sind immer noch im Anhängertest. Da vorne steht er. Boah, ich komme so leicht aus der Puste. Jetzt eine Frage, wenn ich jetzt runterfahre, ist ja das Thema Bremsen überhitzen. Ja. Gut, Bremse überhitzen ist immer ein Thema, aber wir haben ja auch diesen X-Mode, der ja auch in den Bremsablauf eingreift, ins Getriebe eingreift und der hilft uns natürlich auch beim Bergabfahren. Können wir gleich hinten, geht es ja genauso wieder runter, können wir da mal runterfahren, dann zeige ich dir das. So, Probeziehen mit Subaru. Wir sind bei der Firma Autosauber in Saarbrücken mit dem Michael. Boah, ich hab nichts mehr drauf außer Zahnbelag. Das bisschen Strecke hat mich jetzt so leicht. Ja, ich lauf mal durch. Das ist aber jetzt so ein absoluter Klassiker. Das heißt, du bist unterwegs mit dem Hänger und traust dich teilweise schon gar nicht mehr bestimmte Sachen zu fahren, weil das natürlich der Vorteil ist mit der Kupplung, die ist ja stufenlos. Das heißt, da wird nichts abgenutzt, oder? Nee, das ist halt durch eine entsprechende Wandlerkupplung ist das natürlich verschleißfrei. Nicht so wie beim Schaltgetriebe mit mechanischer Kupplung. Da haben wir natürlich ganz anderen Verschleiß. Und wenn man dann kein Füße dafür hat, dann hat man natürlich eher eine rauchende Kupplung als hier. Ne? Deshalb ist diese Automatik und diese stufenlose Getriebe ist halt optimal für den Hängerbetrieb. Auch wenn man das total ruckfrei, wenn man mal an die Pferdeleute denkt, die ihre Pferde ziehen, die wollen ja auch möglichst, dass das Gespann ruhig läuft und nicht ruckelt. Und dann ist halt so ein stufenloses Getriebe optimal. Ja, ich fahre ja selbst zurzeit CVT, da gab es ja viele, viele Vorurteile. Gummibandeffekt und so. Also ich kann nur sagen, es macht einen Höllenspaß, weil die Leistung kommt sehr gleichmäßig. Ja, also dieser Gummibandeffekt, den kann man natürlich immer noch provozieren. Wobei hier beim Outback, wenn ich da auf Kickdown gehe, auf Vollgas, dann werden einzelne Fahrstufen angesteuert. Das merkt man gar nicht mehr. Oder ich gehe wirklich in den manuellen Bereich und schalte hier mit dem Pedal von Hand. Kann ich ja auch mal noch gleich zeigen. Jetzt mal gucken, dass man rauskommt. Jawohl, passt. Ah, ich weiß, wo wir sind. Da vorne ist der Knast. Genau. Höchster Berg des Saarlandes. Echt? Sagt man, weil man da so lange nicht mehr runterkommt, wenn man mal da ist. Lustig. Bellevue für die Saarbrücker. Und das bei schönstem Wetter. Ja, du hast einen coolen Job. Das heißt, Fahrzeuge verkaufen machst du gar nicht mehr. Du machst nur noch Videos. Na, ab und zu verkaufe ich auch mal noch ein Auto an meine Spezialkunden, sage ich mal Stammkunden, die schon ewig bei mir arbeiten, Autos kaufen. Aber ansonsten macht die Arbeit überwiegend der Herr Pilger, mein Verkäufer. Aber der macht das auch super. Und das sieht man ja auch bei unseren Bewertungen, bei Autoscout und Ähnlichem. Sollen wir hier mal runterfahren? Ja, mach. Gut. Da war ich noch nie. Das ist die Vorbacher Straße. Ja, das ist so Kopfsteinpflaster auch. Ja, und jetzt haben wir hier mal so eine Situation, wo ich sage, ich brauche jetzt nicht ständig mit dem Fuß auf der Bremse zu sein. Ich gehe hier in meine Fahrzeugeinstellung, gehe in meinen X-Mode und schalte jetzt mal ein. Und jetzt haben wir die Bergabfahrhilfe aktiviert, siehst du? Achso, fährt von selber. Ich mache jetzt mit den Füßen jetzt nichts mehr. Und jetzt greift das System halt selbstständig ein. Und wenn es jetzt noch enger wäre, könnte ich jetzt sagen, ich kann mich jetzt auf das Lenken konzentrieren. Ich gucke jetzt, dass ich rechts und links nicht ab irgendwo anecke. Und kann trotz Hänger, das funktioniert trotzdem. Ja, ja, trotz Hänger. Und das funktioniert bis 40 km/h.
Und ansonsten kann man halt auch die Motorbremswirkung, wenn man mal eine längere Steigung runterfährt oder so, die Motorbremswirkung über den manuellen Schaltbereich immer mal mit einpflegen lassen, damit die Bremse nicht so überhitzt. Das war ja deine Frage, ne? Anfangs. Ne? Dann kann man halt auch hier über das Getriebe in den manuell gehen und dann über die Pedal halt entsprechend in den ersten Gang gehen. Jetzt sind wir hier im ersten Gang. Jetzt schalte ich den X-Mode mal ab. Jetzt hält er das auch im ersten Gang, ne? Ohne dass es jetzt viel, viel schneller wird. Und es geht ja schon ein bisschen runter hier. Das ist schon ein bisschen Steigung. Ne? So, das heißt, es muss kein VW-Bus sein. Es kann auch ein Outbrick sein, der 2,2 Tonnen ziehen kann. Du hast eben gesagt, bei 8% Steigung, bei 12%? Bei 12% haben wir 2 Tonnen. 2 Tonnen. Beim Forester sind es 1870. Und die 2,2 Tonnen, die darfst du auch nur ausnutzen, wirklich, da muss so eine Anti-Schlingerkupplung am Hänger dran sein. Also gibt es verschiedene Einträge dann im Fahrzeugschein. Das wird eingetragen beim Auto, die Kupplung? Die Anhängerkupplung muss nicht mehr eingetragen werden, die ist ja, die ist ja über E-Prüfzeichen abgenommen und die muss nur ordnungsgemäß eingebaut sein. Ansonsten wird in den Fahrzeugpapieren nur noch die Anhängerlast korrigiert für den Fall, dass man die 2,2 Tonnen ausnutzen will oder muss. Dafür braucht man dann halt eine Korrektur in den Fahrzeugpapieren. Das heißt Anwendung typisch Baustelle, ich baue zum Beispiel am Wochenende oder ich bin im Wald unterwegs, habe dort einen Hänger, einen schweren sogar. Ja. Macht zum Beispiel Holz im Wald? Ja, zum Beispiel Holz ist ja auch schnell mal der Hänger ein bisschen überladen, da steht man irgendwo kilometerweit weg im Wald und da sagt man, komm, die paar Meter fahren wir schon mal, ne? Und da ist der Untergrund auch noch lose und dann braucht man halt einen guten Allrad oder ein gutes Zugfahrzeug. Und das wollte man eigentlich damit zeigen, dass wir halt ein gutes Zugfahrzeug haben und bieten jetzt jedem wirklich an, das selbst auszuprobieren mit seinem eigenen Hänger im direkten Vergleich mit seinem bisherigen Zugfahrzeug. Und das ist so das, der Aufhänger. Der Aufhänger? Ja. So, jetzt können wir gerne nochmal zurückfahren und dann auf die Rolle. Gehen wir mal kurz noch auf die Rolle. Das ist so ein bisschen eine statische Geschichte, aber jetzt haben wir auch noch mal im reinen Fahrbetrieb zeigen können, dass das also auch auf losem Untergrund mit 11 Grad Steigung kein Problem ist, für dieses Auto diese Last zu ziehen. Also ich fasse mal zusammen, Hubraum 2,5 Liter, dann 9-Gang CVT, 8-Gang CVT, der dann immer Drehmoment, guck mal hier, Diesel 2,13 Euro. Super plus 2,22, Wahnsinn. 2,22. Aber 2,13 und das ist nicht gerade die teuerste Tankstelle hier, oder? Nee, das ist mit die günstigste. Also was wir hier auch noch haben, das könnte ich vielleicht auch noch zeigen, wenn wir kurz auf die Autobahn fahren, ist dieser Spurzentrierassistent. Ja. Also wir haben ja diesen adaptiven Tempomat, der über dieses EyeSight-System funktioniert und mit dem Spurhalteassistent wird das Auto automatisch in der Spur gehalten. Das ist auch für die Gespannfahrer ein absoluter Vorteil, wenn das Auto immer mittig der Fahrbahn ist. Ich muss eigentlich, das Auto lenkt und ich muss eigentlich nur die Hände am Lenkrad lassen und lasse das Lenkrad so durchrutschen. Und dann bin ich eigentlich immer in der Mitte der Fahrspur. Der geht aber nicht laufend hin und sagt, bitte mal kurz wackeln oder so. Es langt, wenn die Hände dranbleiben. Ja, es reicht, wenn die Hände am Lenkrad sind. Das reicht aus. Das ist bei mir so, ich habe jetzt ein anderes Auto, aber da verlangt der dauernd, mach mal irgendwas. Mhm. Wenn ich das so ganz sanft nur streichle, dann fängt sich an zu beschweren. Ja. Das heißt, der zentriert das in der Spur. Ja, genau. Wenn wir auf die Autobahn fahren, ich zeig's dir, der fährt unten durch die Kurve unter der Wilhelm-Heinrich-Brücke, da brauchst du nichts zu machen. Der fährt immer genau in der Spur. Und da fahren wir schnell hin, das geht ja schnell. Aber unten links, da sind wir gleich auf der Autobahn und dann. Das Erzählen ist immer das eine, das Anschauen im Video ist einfach super und deshalb bin ich ja so froh, dass ich es habe, weil deswegen. Man kann es einfach besser erklären, wenn man es zeigt. Und wenn ich da im Prospekt irgendwas lese, ja, Spurzentrierassistent, ja, wunderbar, aber was macht der, was kann der, wo hilft der mir? Und das sind die Dinge, die man hier im Video einfach in der Praxis zeigen kann, jetzt sogar mit Anhänger und dann hat man einfach den Mehrwert sichtbar. Und ich spüre das auch an den Reaktionen der Leute, die Videos gucken, die mich anrufen, die oft auch nur technische Fragen haben. Und mir macht es halt unheimlich Spaß, die auch zu beantworten, sofern das geht. Es gibt natürlich auch Fragen, die kann ich nicht beantworten,
zum Beispiel, ob es diese Sondermodelle Wildernis gibt. Das ist eine wirklich eine Anfrage, die häufig kommt. Die aus Amerika? Ja, die aus Amerika. Aber da kann ich halt wirklich immer nur sagen, ich kann nur das verkaufen, was wir haben, und ich weiß von Sondermodellen noch nichts. Wir haben im Mai jetzt nochmal eine Händlertagung, vielleicht erfahren wir da irgendwas. Die Liefersituation ist ja im Moment eh nicht so prickelnd, sodass wir froh sind mit allen Autos, die wir bekommen. Ne? So, du kriegst nicht genug, oder? Dieses Jahr? So wie es aussieht, nicht. Nee. So, jetzt fahren wir hier auf die Autobahn, beschleunigen auch. Das hat natürlich mal auf 4000 hochgedreht, obwohl ich hatte jetzt noch kein Vollgas. So, jetzt schalte ich meinen adaptiven Tempomat ein. So, jetzt mache ich Set. Jetzt haben wir 65 eingestellt, fahren 62, weil der vor uns langsamer ist. Ich lasse den jetzt mal so bei 65 stehen, weil da vorne ist eh 60. Jetzt habe ich noch keinen Spurzentrierassistent. Das heißt, wenn ich den jetzt auslasse und komme jetzt hier Richtung Fahrbahnrand, dann korrigiert der sowieso. Aber das ist eigentlich schon eine Notlenkung. Wenn ich sage, ich will den Spurzentrierassistent, den habe ich jetzt aktiviert, das zeigt er hier oben an. Die blauen Linien sagen, er erkennt jetzt auch den Fahrbahnrand. Und jetzt guck, jetzt fährt er die Kurve. Ohne das, genau, ich habe jetzt die Hände kurz weggemacht, bis zu 20 Sekunden geht das. Zum Zeigen mal ist das okay. Aber generell, wenn ich die Hände am Lenkrad habe, so wie jetzt, und lasse das Lenkrad eigentlich nur durchrutschen. Ich lasse das Auto machen, ja, und dann bin ich immer in der Mitte. Jetzt guck mal, jetzt kommt gleich wirklich die Kurve, kennst du? Ja. Das ist jetzt eine, die Stadtautobahn von Saarbrücken, und jetzt kommt wirklich eine S-Kurve. Und jetzt, ich mache jetzt nichts, ich provoziere es jetzt mal extra. Jetzt geht es gleich unten in den Kurvenradius rein. Siehst du, wie das Auto das macht? Und wenn ich jetzt die Hände so am Lenkrad lasse und lasse einfach das Auto machen, bin ich immer in der Mitte der Fahrspur. So, guck mal, wie der in die Kurve lenkt. Ja? Das ist eine Frechheit. Also das ist wirklich die Vorstufe zum autonomen Fahren. Ist so, die meisten, die gehen hin und eiern immer von links nach rechts, genau. Bumpen so ein bisschen gegen die Begrenzung beim Korrigieren. Das ist hier nicht so, der hält genau. Die Mitte. Ja, und vor allem dadurch, dass das ja vorsichtig passiert, schaukelt auch der Hänger nicht auf. Ja, wenn ich mal eine Lenkkorrektur gemacht habe, weil ich jetzt plötzlich unaufmerksam war und muss jetzt korrigieren, dann fängt doch das Gespann an zu wackeln hinten. Das kann zumindest dazu führen. Und das verhindert das komplett. Ich muss einfach nur das Auto machen lassen und das die Hände am Lenkrad belassen, dass er nicht irgendwann aussteigt, und dann ist das eine wirklich klasse Fahrhilfe. Na, jetzt fahren wir hier mal raus und fahren nochmal zurück. Spurzentrierassistent. So heißt er, ja. Okay. Jetzt kann ich auch mit dem Tempomaten hier, wenn ich aus der Autobahn runterfahre, schon abbremsen, ohne dass ich selbst was mache. Gebe ich ihm die andere Geschwindigkeit vor hier, 30 max, also das ist das Minimum, was geht. Jetzt hat er den Vordermann schon fixiert. Er bremst automatisch. Er bremst automatisch ab. Bis zum Stand. Bis zum Stand. Und der macht nichts. Ich mach nichts. So, und jetzt stehen wir, jetzt geht er in die Ready-Funktion. Jetzt muss er halt kurz antippen, oder? Ja, jetzt ist er in Ready, steht hier, na, ist bereit. Und wenn es jetzt weitergeht, tippe ich einfach entweder ans Gaspedal mit dem Fuß oder tipp hier einfach mal mit dem Finger am Riesenschirm. Ja. Genau, und dann fährt er weiter. Der Spurzentrierassistent funktioniert übrigens erst, also nur in Verbindung mit dem adaptiven Tempomat und ab 60. Aber das funktioniert wirklich gerade auf längeren Autobahnfahren mit Hänger, ist das wirklich prima Sache. Traum. Ja. Das heißt, er hält den Abstand zum Vordermann. Ich fahre zum Beispiel nach Frankreich hinter einem LKW, weil ich Sprit sparen möchte, ja. Dann hält er den Abstand zum LKW und hält die Spur. Und hält die Spur, genau. Und bremst sogar. Und bremst. Ja. Bremst, beschleunigt auch, wenn du sagst, der Hänger, der LKW fährt normal so, weiß nicht, 90 rum, ne? Ja. Und dann sagst du, okay, ich fahre 90, jetzt fährt er nur 85, dann reduziert er die Geschwindigkeit. Und wenn er wieder beschleunigt, fährt er dann wieder nach, bis er die 90 erreicht hat. Ja, viele haben ja Angst, dass der jetzt plötzlich bremst vor mir. Ich sehe nichts, weil der hinten mit 4 Meter Höhe, 2,50 Breite, alles versperrt. Er würde automatisch auch notbremsen, oder? Ja, natürlich. Also wenn ich jetzt irgendwann, wenn der vorn dran eine Notbremsung machen müsste, dann erstens mal hat er ja den
Kontakt zum Vordermann über den adaptiven Tempomat und bremst sowieso und würde das bis zu einer Notbremsung ausbauen. So, der Beweis, der Hänger ist noch dran. Den hat keiner abgeschraubt während der Fahrt. Ja, wir reden hier über ein multifunktionelles Fahrzeug. Das ist keine Familienkutsche, kann eine sein, kann aber auch genauso gut für irgendwelche Rettungsdienste. Habt ihr Notärzte eigentlich mit so was aus? Nee, leider nicht. Ich glaube, dass die alle mehr oder weniger verpflichtet sind, deutsche Marken zu fahren. Ja. Ja. Also wenn man jetzt mal holt, was dieses Auto an Ausstattung hat und was er wirklich im Hängerbetrieb kann und das für den Preis, also den Exclusive Cross, das ist jetzt die zweithöchste Stufe, den bieten wir jetzt an für knappe 40.000. Wo finde ich denn sowas? Also mit Allrad, mit der Anhängelast, mit der Ausstattung, mit der Sicherheitsausstattung. Also ich finde, das Gesamtpaket ist absolut top. In Verbindung noch mit 5 Jahren Garantie bis 160.000 Kilometer ist das eigentlich nicht zu schlagen. So, wo wir gerade dabei sind, machen wir noch gerade CO2 rein. Da steht er. Outback 2,5i Exclusive Cross. 170 PS, 1,7 Tonnen und 7,4 Liter kombiniert. Realistisch, 8 Liter? 8 Liter. 8 Liter. Also ohne Hängerbetrieb scharfschüttig. Und jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt um die 10 Liter bei moderater Fahrweise. Natürlich, wenn ich die Kasseler Berge hochfahre, da werden wir 11 drauf oder 12. Aber es geht ja nicht immer nur berghoch. Und insofern denke ich, ist das alles realistisch. So. 8. März, wir sind in Saarbrücken, der Sommer naht. Man glaubt es ja nicht, oder? Ja, Wochenende soll es ja 18 Grad werden, ich freue mich drauf. Echt? Ja. Regnen oder? Nee, Sonne. Sonne, 18 Grad. Ja. Ja, was ich noch erzählen wollte ist, jetzt sitzen wir hier im Outback, aber diese Probefahrten kann man genauso gut mit dem Forester machen, auch mit dem Anhänger. Der hat auch Anhängelast bis zu bei 12% Steigung 2070 Kilo. Ich persönlich. Der hat denselben Motor, selber getrieben? Nee, der hat einen 2-Liter Motor mit 150 PS plus die 17 PS vom Elektromotor. Das ist ja dieser Multibrid. Der bringt aber auch in der Spitze 66 Newtonmeter Drehmoment zusätzlich. Insofern in der Summe tut er dem gar nicht so viel gegenüber dem Outback verlieren. Aber mein persönlicher Geschmack ist eigentlich als Hängerbetriebsauto ist der Outback alles, was die maximale Anhängelast bis zu 2 Tonnen erfordert, das richtige Zugfahrzeug. Beim Forester würde ich sagen, so bis 1600 Kilo kann der das genauso gut. Hier sind wir wieder in der HTW. Der Einstieg ist leicht erhöht, da legen ja viele Wert drauf. Ja, wir haben auch eine Bodenfreiheit von 21,5 cm. 21? Ja. Das sind Werte fast wie am Landy, oder? Ja, der Forester hat nur 5 mm mehr und der ist ja eigentlich unser SUV-Fahrzeug, aber der Outback, der ist halt so ein, ja, wie man so immer so schön sagt, so hochgelegter Kombi, gibt es schon in der Konzeption seit 1996, ist jetzt die 6. Generation, aber wir haben immer einen riesen Kofferraum noch, wir haben ein wirklich kompaktes Auto, das halt auch, was jetzt den Anhängerbetrieb angeht, alle Wünsche erfüllt. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis unglaublich. Also kriegst du ein neues Auto für 39. Die Garantie, wie lange ist das? 5 Jahre bis 160.000 Kilometer. 5 Jahre? Ja. So, und da ist ein Boxermotor drin. Jetzt bauen ja nicht mehr so viele Boxermotor. Der Vorteil ist natürlich die Straßenlage von dem Auto. Der lässt sich bewegen von der Fahrdynamik wie ein Sportwagen. Du kannst in Kurven rein. Ich glaube, da können andere nur von träumen. Genau, also wenn ich jetzt mal nicht mit Anhänger unterwegs bin, dann kann man auch mal ein bisschen sportlicher fahren. Boxermotor, flacher Aufbau, niedriger Schwerpunkt im Fahrzeug, das ergibt immer eine gute Straßenlage. Und halt die Symmetrie im Kraftverlauf, das ist halt das, was den Boxermotor in Verbindung mit dem Allrad bei Subaru auszeichnet. So, hier ist eine deiner Niederlassungen. Du hast ja 2 Stück, den Werkstattbetrieb in Altsaarbrücken und hier deinen Verkauf. Genau. Und jetzt haben wir was Besonderes für euch vorgesehen. Das werden wir euch gleich mal zeigen. Da haben wir schon mal ein Video gemacht, das war ganz lustig. Ja. Wir stellen den jetzt mal auf den Rollenstand. Den hast du selber gebaut, den Rollenstand? Ja, genau, den habe ich mal gebaut aus einer alten Bundeswehr-Rollbahn. Und habe, das kann man ja gleich mal zeigen, da so Rollen gebaut, die
ihn zum Durchbringen genau, die nötigen. Genau, quasi durchdrehendes Rad simulieren, so würde ich es mal sagen. Ja. Jetzt mal gucken, dass wir den gerade da hinbekommen. Sollte aber gehen. Ich ziehe mal vor. Wir können das aber jetzt auch hier machen. Auch kein Thema. So. Ein Stück rückwärts. Ein bisschen Abstand lohnt sich, glaube ich, bei dem Test. Ja, das letzte Mal, als wir das geprüft haben, Leute waren ziemlich baff. Ja, das stimmt. Da haben wir es natürlich noch ein bisschen übertrieben. Da haben wir das Auto sogar mit theoretisch 3 Rädern durchdrehen lassen. Aber ich sage jetzt mal, in Verbindung mit dem schweren Hänger, machen wir das jetzt mal in realistischen Fahrsituationen. Also wenn wir 2 Räder durchdrehen, sprich ich stehe jetzt mit den Vorderrädern irgendwo im Gras und habe hinten Asphalt oder umgekehrt. Oder wenn eine Seite mal durchdreht und dann kann man trotzdem sicher sein, dass der Subaru Allrad den Hänger dann rauszieht aus der Situation. Das guckt man jetzt mal. Du hast wieder ein paar bekommen, Forrester. Ja, das ist jetzt aber das, was ich jetzt für das erste Mal teile. Also wahrscheinlich bis Mitte des Jahres an Autos bekomme. Müssen wir halt jetzt mal abwarten, ob noch was nachkommt. Das simuliert jetzt zum Beispiel Matsch, Durchdrehen. Genau, das simuliert jetzt mal das Durchdrehen der Hinterräder. Das spielt aber keine Rolle, ob vorne oder hinten. Bitte? Das spielt keine Rolle, vorne oder hinten. Das spielt keine Rolle, ne. Das können wir jetzt genauso gut auch vorne machen. Aber was halt auch interessant ist, wenn wir vorne und hinten durchdrehen. Also wenn man mal seitlich irgendwo im Schlamm steckt und die andere Seite... Ach so, die Seiten gehen auch. Ja, ja, das geht auch. Das zeige ich dann an. Er fährt mal hoch. So. Und jetzt, warte, ich komme. So, jetzt sind wir ja drin. Also ich habe keine Assistenten eingeschaltet. Es ist alles im Serienmodus. Und jetzt fahre ich einfach an. Das war's schon, ne? Das war's schon. Das hat den gar nicht interessiert. Nochmal zurück. Sind wir drin? Ja. Leicht an. Ja. Er hat direkt gemerkt, da dreht es hinten durch. Und nach vorne. Vorne stehen wir mit 2 Rädern auf dem Boden und da zieht er das Ding raus, also auch mit dem schweren Gewicht. Du hast nicht zufällig einen dritten da? Doch, habe ich auch, aber dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem, sollen wir mal zeigen? Aber ich zeige jetzt erstmal rechts, weil das ist eine realistische Fahrsituation. Okay, das heißt auf der einen Seite ist es matschig. So, was jetzt hier so easy aussah, stellt viele Allradfahrzeuge vor ein echtes Problem. Ja, das kann schon bei dem einen oder anderen Mogel-Allrad ein Problem werden. Ja. Aber wenn ich Sperren habe und so, alle Sperren rein, dann würde es auch gehen. Ja, aber wir reden ja jetzt hier über ein Alltags-SUV und nicht über ein Geländefahrzeug. Ja. Mit jede Menge Sperren. Steht drin, dreht durch. Warte, ich komme. Also er dreht jetzt durch. Genau, jetzt ist klar. Ne? Jetzt haben wir 2 Räder, die durchdrehen. Und jetzt wird es schon schwierig. Wenn ich jetzt ganz zart auf Zug bleibe, komme ich auch ohne Helfer raus. Wenn ich jetzt sage, ich will das jetzt aber schnell hinkriegen, dann gehe ich hier auf meinen X-Mode. Sagen wir tiefer Matsch und Schnee, dann wird auch die Traktionskontrolle abgeschaltet. Merkst du, wie das System regelt? Zack, sind wir draußen. Draußen. Das war jetzt nicht trivial. Also da hast du andere getestet, die sind da ewig drauf geblieben. Nee, kommen nicht raus. Kommen nicht raus. Ja.
Ich kann das jetzt auch noch diagonal machen. Ja. Das schafft er auch, aber das ist ja auch schon wieder keine realistische Fahrsituation. Normalerweise ist nur diagonal glatt, ist eher selten. Mhm. Aber auch das schafft er. Mit 3 wird es natürlich schwierig. Aber sollen wir mal probieren mit 3? Wir können es probieren. Ja. Weil 3 Stück, also er packt es auf jeden Fall ohne Hänger, die 3. Ja, auf jeden Fall, das packt er. Ja. Aber mit Hänger wird es dann. Weil du wolltest das nicht, aber ich habe jetzt mal gesagt, komm, wir zeigen das trotzdem mal, dass wir mal die Grenzen des Subaru mal zeigen. Und ich könnte wetten, jetzt funktioniert es. So, holt mal Nummer 3. Und dann werden wir nämlich das dritte Rad auch nochmal zum Durchbrechen bringen. Da ist der Hänger dran. Und dann noch das Hinterrad. Jetzt willst du aber wissen. Ja, wir können es ja gleich mal nochmal vorne probieren. Vielleicht hilft ja die Stützlast ein bisschen mit. So, jetzt fährt er hoch. Jetzt haben wir nur noch ein Rad, richtig? Nee! Er hat es geschafft? Er hat es doch noch geschafft, ja. Jetzt bin ich ein bisschen überrascht, aber positiv, nee. Du hast vorher probiert, da ging es nicht. Nee. Also was heißt, ich habe es probiert, aber ich habe es jetzt natürlich ein bisschen länger am Gas geblieben, weil ich weiß, dass die Platten immer muss sich ein bisschen bewegen, wenn man ein bisschen mehr Gas gibt, aber er hat es geschafft. Die eine Platte ist sogar jetzt weggeflutscht. Das heißt, was hat er gemacht? Er hat festgestellt, alle 3 Räder funktionieren nicht und hat dann die volle Kraft auf das eine Rad geschoben. Genau, dass das vorne jetzt durchgedreht hat, du hast es gefilmt. Es riecht doch ein bisschen nach Gummi. Ja. Da hat er ein bisschen durchgerutscht, aber es hat es geschafft, das Gespann aus der Situation rauszuholen. Ich bin selbst beeindruckt. Ich zeig's nochmal. Also es war wirklich so, dass hier sogar beide weggeflutscht sind. Durch das Drehmoment, was drauf war. Guck mal, wie weit die nach hinten gegangen sind. Ja klar, wenn der dann aus der Rolle rauskommt, ne, der geht ja der das Rad kommt ja hier an und dann kriegt das irgendwann hier Grip. Und dann will er natürlich raus und dann fliegt das Ding. Das ist ja unglaublich. Siehst du, war doch mal gut. Es war doch mal gut, dass ich drauf gestanden habe. Ja, ja, ja. Ich bin aber sicher, wenn man die Dinger auf dem Boden befestigt, mit dem richtigen Achsabstand, dann kann man das auch simulieren, ohne dass die wegfliegen. Gut, aber wir haben es ja jetzt gezeigt, was da für eine Kraft dahinter ist, für einen Drehmoment. Sag mal, technisch gesehen, wie funktioniert das Ganze? Das ist ja normalerweise versehen mit Sperren. Der hat ja keine Sperren. In dem Sinne? Nee, in dem Sinne nicht. Also die Elektronik erfasst einfach den Drehzahlunterschied. Der merkt, die Räder drehen durch, dann wird die Kraft an den Rädern die aber durch. Wie? Elektronisch, das wird über die, über die Sensoren von dem ABS zum Beispiel, kann man ja erkennen, ob die Räder sich drehen oder nicht. Ja, aber das, jetzt die Kraftverteilung? Das regelt die Elektronik im Getriebe. Okay. Da wird die Drücke werden halt hoch und runter gefahren, da wird die Kraft an dem durchdrehenden Räder weggenommen und an das Rad, das noch Grip hat, wird die halt ein bisschen zugeführt. Also ich brauche gar keine Differentialsperre hier. In dem Fall nicht. Ja. Aber wie gesagt, es ist ja kein Geländeauto, es ist ein Alltagsauto, das viele gute Eigenschaften eines Geländeautos. Ja, aber das auch viele Geländefahrzeuge auch in Schatten stellt, weil durch den tiefen Schwerpunkt, da sind die teilweise noch sehr leicht. Also XV zum Beispiel, sehr leicht im Vergleich zu vielen anderen. Also gerade diese SUVs, die 2 Tonnen wiegen, die haben ja echte Nachteile im Gelände. Ja klar, die haben ja allein durch das hohe Eigengewicht natürlich schon einen Nachteil. Ne? Also hier haben wir 1700 Kilo beim Outback, beim Forester, der oben steht, der hat, nicht unwesentlich weniger, also vielleicht 20, 30 Kilo je nach Ausstattung, weil der halt den Hybrid noch mit sich schleppt. So, 2,2 Tonnen, wir haben es gesagt, das heißt auch ein schwerer Wohnanhänger würde gehen. Aber was du ja ganz oft hast, du lieferst auch Fahrzeuge aus. Es kann ja mal sein, dass du mal auf eine Ranch fahren musst, wieder ein XV ausliefern, das geht dann. Das ist übrigens ein toller Hänger. Ich weiß nicht, ob du den noch brauchst. Ja, den habe ich ja vom Freund geliehen, ist ein klasse Hänger, geht halt nur so bis 4,30 Meter länger.
hat 1850 Kilo maximales Gesamtgewicht, ist aber auch super einfach auf- und abzuladen, ist ein Kipphänger. Weil so tief ist, gell? Ja, und ist so niedrig und ist nicht so breit. Ne? Also man kann, hast du gesehen, wir sind durch die enge Gasse gefahren ohne Probleme. Der Hänger ist nicht breiter wie das Auto. So, und da oben steht euer Schätzchen, der Subaru Forester. Ja. Und der wird das dann auch packen. Der hat jetzt den gleichen Motor wie der hat auch 200 Liter? Der hat einen 2 Liter mit 150 das war der, plus den Hybrid, genau. So, Probeziehen, jetzt Subaru testen mit Anhänger. Könnt ihr mit jedem Auto machen. XV auch? Geht auch? XV geht auch. Muss ich halt vorher wissen, der XV hat halt wesentlich weniger Anhängelast. Der hat nur 1500 Kilo. Ist aber auch ein kompakter Allradler, der auch mit einem kleineren Wohnwagen genauso gut klarkommt. Die Technik, die da drin steckt, ist genau die gleiche wie bei Outback und Forester. So, jetzt filme ich das hier mal gerade. Das könnte unser Startfoto werden. Anhängelast bis zu 2,2 Tonnen. Hier steht er drauf. Heute 8. März. Jetzt wird mir langsam ein bisschen frisch. Wir trinken noch einen Kaffee. So machen wir es jetzt. So, wenn ich Interesse habe, du bist in Alzerbrücken. Viele Leute kommen, fahren tausende von Kilometern zu dir aus Sizilien, aus keine Ahnung, und zu dir. Nee, stimmt nicht. Aber viele aus Deutschland scheuen keinen Weg zu dir, weil du, glaube ich, Subaru wirklich liebst. Du machst du schon lange Subaru? Ja, ich mache Subaru seit 1993, also 29 Jahre. Und ich bin der bekennende Subarist, wie man so schön sagt, von der Marke überzeugt, macht es mit Herzblut und das spürt man. Und das ist auch das, was die Menschen dann auch von weiter weg her zu uns bringt. Ja, Autosauer Saarbrücken, googelt das Ganze einfach mal. Und jetzt gehen wir vom Subaristen zum Baristen, denn jetzt gibt's Kaffee. Tschüss. Tschüss.